Nur ja keine Zeit verlieren. Der St. Galler Bauingenieur Bruno Rötlisberger setzt alles daran, dass die Arbeiten in diesem Tunnel schnell vorwärts gehen. Wir sind im Kaukasus, im Süden Russlands, nahe der Stadt Sotschi. Diese Tunnels gräbt Russland für die Olympischen Winterspiele 2014. Die Olympiade 2014 findet im Februar 2014 statt und auf den muss alles fertig sein. Das ist eine der Hauptaufgaben von mir, Termine so unter Kontrolle haben, dass man das auch richtig erreicht. Die Winterspiele von Sotschi haben bereits Verlierer. Pjotr Fedin gehört dazu. Er war einst der bekannteste Tourismuspionier in dieser Bergregion und baute an einem Ferienort nach Schweizer Vorbild. Doch der Staat machte seinen Traum zunichte. Wir hatten ganz andere Pläne für unser Dorf. Was jetzt abläuft, ist Gigantismus. Sie sind durchaus zufrieden, wie Russland in Sotschi die teuersten Winterspiele aller Zeiten vorbereitet. Die Delegierten des Internationalen Olympischen Komitees IOC. Der Franzose Jean-Claude Killy leitet die Sotschi-Kommission. Der Schweizer René Fasel unterstützt ihn. Fasel gibt sich zuversichtlich. Seit der Vergabe glaubt er fest daran, Wladimir Putin wird's richten. Natürlich, denn zum Beispiel der Präsident, der Herr Putin, ist natürlich hundertprozentig dahinterstehen. Und das ist ein Mann, wo man kann hundertprozentig vertrauen. Juli 2007 in Guatemala. The Games in 2014 are awarded to the city of Sochi. Russland jubelt. Zuschlag für die Winterspiele 2014 in Sochi. Renommierte Gegner wie zum Beispiel Salzburg sind chancenlos gegen Geld und Macht Putins. Er will diese Spiele unbedingt und garantiert Milliardeninvestitionen. Mr. President. Und er verspricht, alles wird rechtzeitig fertig. We guarantee that the Olympic cluster in Sochi will be completed on time. An jenem Tag fiel in Sochi der Startschuss zum größten Prestigeprojekt Wladimir Putins. Die Russen liebten Sochi eigentlich als Sommerferienort. Die Stadt liegt am Schwarzen Meer, etwa auf dem Breitengrad von Saint-Tropez. Wintersport interessierte hier kaum jemanden. Inzwischen aber zieht Russland am subtropischen Strand modernste Eissporthallen hoch. Die Regierung ließ zuvor hunderte Häuser abreißen. Die Bewohner wurden oft zwangsenteignet. Im besten Fall gab es in solchen Neusiedlungen eine Ersatzwohnung. Sotschi ist derzeit wohl die größte Baustelle Europas, mit weit über 50.000 Arbeitern. Neue Straßen und Bahnen werden taleinwärts gebaut, 50 Kilometer lang zum Dorf Krasnaya Poljana auf 600 Metern Meereshöhe. Dieser Ort soll zum Mekka des russischen Skisports werden. Gebaut wird das meiste innerhalb des Sotschi-Nationalparks, ermöglicht durch Gesetzesänderungen, die im russischen Parlament locker durchkamen. Geld scheint dabei keine Rolle zu spielen. Allein die neue Eisenbahn- und Straßenverbindung zwischen Sotschi und dem Dorf Krasnaya Poljana kostet fast 8 Milliarden Franken. So viel hatte man einst für den Gotthardtunnel geplant. Bruno Rötlisberger, 64-jährig, arbeitet für die Schweizer Firma Amberg Engineering. Den Auftrag als Experte und Berater erhielt er im Januar 2009 von den russischen Eisenbahnen. Das Olympische Komitee hatte von den Russen verlangt, einen ausländischen Experten hinzuzuziehen. Es befürchtete, dass es knapp werden könnte mit der Fertigstellung des Tunnels bis 2014. Über den Querschlag und dann Rautunnel, also Straßentunnel raustransportiert, oder?
Ende Woche ist fertig. Okay. Dann haben wir auch Ruhe, damit wir den Durchschlag wirklich schnell machen können und keine Behinderung mehr haben. Ja. Die geologischen Studien der Gegend waren wegen des Zeitdruckes ungenügend. Rötlisberger und sein Team sahen darin viele Risiken. So stellte er im Winter 2009 fest, dass 3 Tunnelausgänge in diesem schlammigen Rutschhang geplant waren. Da schlug er sofort Alarm. Wir hätten aber trotzdem das Ganze gerodet und das Gefühl gehabt, man will da die 3 Tunnel zum Berg ausführen. Also der Roadtunnel, talwärts, in der Mitte der Servicetunnel und bergwärts der Railtunnel. Da hätten einige Überzeugungsarbeit gebraucht, dass die Rutschmasse, die hier noch hunderte von Metern nach oben geht, eben ein Risiko könnte sein für den ganzen Tunnel. Und das Risiko wäre dann gewesen, man hätte den Tunnel dann hier gebaut, wenn wir hier einen Tunnel haben, da oben die Rutschmasse, die so oben abdruckt, oder? Dass der Tunnel immer mehr so hätte verschoben werden und vielleicht zu einem Bruch hätte können führen. Und da vielleicht ein halbes Jahr vor der Olympiade, dann wäre es fertig gewesen. Dass da ist die Schnellbahn, die hochgeht, da können sie nicht einfach noch mal schnell irgendetwas machen. Nach Rötlisbergers Intervention änderten die Russen ihre Pläne. Mit dieser großen Hängebrücke kann der Rutschhang umfahren werden. Die Idee dazu kam von Bruno Rötlisberger. Aber es war Premierminister Wladimir Putin, der das definitive Okay zu dieser Variante gab. Und am 26. Dezember bin ich auf einer Skitour in der Schweiz gsi. Kommt das Telefon, ich muss sofort reden können. Ich sagte, ja, ich sehe 3-4 Stunden daheim. Ich sagte, nein, Big Boss will mich sprechen. Wladimir Putin habe ich ausrichten lassen, dass man diese Variante, Railway-Tunnel in den Berg und Roadtunnel in der Felswand in den Fluss raus mit einer Seilbrücke soll realisieren. Ist das normal, dass solche Entscheidungen der Putin fällt? Ich denke, in so einem grossen Projekt, wo man weiss, dass Wladimir Putin natürlich an oberster Stelle die wichtigsten Entscheidungen fällt, denke ich, ist das natürlich normal. Und so ist so ein Entscheid nachher auch blitzartig umgesetzt worden. Sochi ist das Prestigeprojekt von Wladimir Putin. Gute Freunde wie letztes Jahr Silvio Berlusconi lädt er am liebsten hierher ein. Und Putin hat sein Versprechen ans IOC gehalten. Er ist oft vor Ort und kontrolliert selber, wie die Arbeiten in Sotschi vorwärts gehen. Putin und Medvedev zeigen sich auch regelmäßig beim Skifahren in Sotschi. Beste Werbung für die Region. Sotschi als Austragungsort für Winterspiele, diese Wahl hat das Olympische Komitee bis heute nicht bereut. Beim Après-Ski herrscht beste Stimmung zwischen den IOC-Delegierten Kili und Fasel und den russischen Machthabern Medvedev und Putin. René Fasel zeigt sich überzeugt. Putin profitiert, dass die Olympischen Spiele in seinem Land stattfinden. Man weiß so, wie näher zum Sport steht, also sehr gut. Und er hat das begriffen, dass sein Land helfen, eben, dass man so ein Wintersportresort machen kann hier in Sotschi. Wäre das sehr wichtig, dass man natürlich dann mit den Olympischen Spielen vorwärts gehen, oder? Das wäre nie möglich gewesen, ja, hier in Russland so vorwärts gehen, wie sie das jetzt machen, ohne die Olympischen Spiele. Aber auch für Fasel und das Olympische Komitee ist Russland ein Gewinn. Es gehört zu den wichtigsten Wachstumsmärkten für die Wintersportindustrie. Und dem IOC bringt es Milliardeneinnahmen von neuen Sponsoren und Vermarktungsrechten. Russland lässt sich Sotschi viel kosten. Über 30 Milliarden Franken sollen insgesamt in die Olympiastadt fließen. Und dann nicht irgendwie der olympische Geist an die Grenze? Das ist eine berechtigte Frage. Für mich sicher nicht. Aber noch einmal, die Ambitionen von diesem Land, und dass sie wie eben einmal einen Wintersportort wie haben, was ja keiner haben, das grösste Land der Welt. Vergesst nicht, dass ein Ort wie Zermatt oder St. Moritz oder Gstaad oder auch Verbier, das ist 100 Jahre dahinter, wo man das aufgebaut hat. Oder? Dass man die Straße gemacht hat, die Bahn gemacht hat, damit dass man dazukommen kann. Hier hat man auf einem Klopf das müssen machen. 2 Jahre noch laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. In Sotschi werden so viele Sportdisziplinen durchgeführt wie noch nie.
Es braucht tausende Hotelzimmer, Medienzentren, Sportanlagen, Straßen. Die Umweltbilanz ist umstritten. Die Organisatoren sprechen von grünen Spielen. Umweltschützer sagen aber, das einmalige Ökosystem in diesem Bergtal werde nachhaltig geschädigt. Wenn wir kritische Fragen dazu stellen, heißt es, ihr habt ja in der Schweiz auch eure Wintersportorte gebaut. So ähnlich sieht es das Olympische Komitee. Auch beim Thema Umwelt ist man mit Putin zufrieden. Der Herr Putin selber ist ein umweltbewusster Mensch, auch was man sieht, aber er ist es. Man merkt das auch hier, in der Art und Weise, wie sie bauen, in der Art und Weise, wie sie in der Natur eingreifen hier. Es hat aber auch viel Kritik gegeben von Naturverbänden. Ja, weißt du, das ist ja natürlich schon so. Aber ich hätte schon mal einen Naturschützer gesehen, was zufrieden ist. Die müssen auch nicht zufrieden sein. Die müssen ja, das ist ja ihre Aufgabe, dass sie nicht zufrieden sind, dass sie noch mehr. Und das ist auch recht so. Ein Wintersportort im Alpenstil, in Harmonie mit der Umwelt, das war sein großes Ziel. Piotr Fedin, Gebirgsingenieur, hatte hier in Krasnaja Poljana in den 90er Jahren die ersten Ski- und Sessellifte gebaut, als sehr erfolgreicher Privatunternehmer mit rund 500 Angestellten. Wo einst seine Skipiste war, entsteht jetzt die neue Bobbahn für Olympia. Fedin kritisiert die chaotische Bautätigkeit. Jeder baue nach seinem Gusto, erzählt er uns. Fedin selber wurde von Staatsbeamten lange drangsaliert und unter Druck gesetzt. Schließlich gab er auf und verkaufte sein Tourismusunternehmen an eine staatliche Rohstofffirma, weit unter dem Marktwert. Privatunternehmer wie er sind nicht erwünscht in Putins Milliardenshow. So wie das hier abläuft, hatten wir keine Chance mehr, unsere Tourismuspläne zu verwirklichen. Darum habe ich alles verkauft. Es gibt ja spezielle Gesetze für die Olympischen Spiele. Diese erlauben es den Beamten, sich alles zu nehmen, was sie wollen. Und man kann sich nicht mal an einen Richter wenden. Bei der Standortwahl für die Sportanlagen habe man auf den Rat von einheimischen Spezialisten verzichtet. Das führe zu Fehlentscheidungen und sinnloser Geldverschwendung. Man hätte die Sportanlagen viel überlegter bauen und viel Geld einsparen können. Schauen Sie doch, wo die Sprungschanzen stehen. Ein völlig sinnloser Ort mit einer extrem teuren Straßenverbindung. Rund 140 Millionen Franken kosten die neuen Sprungschanzen. Zehnmal mehr als die Schweizer Schanzen in Einsiedeln. Im Dorf Krasnaja Poljana seien heute viele Menschen der Olympiade überdrüssig, sagt Fedin. Baulärm und Dreck rund um die Uhr haben Spuren hinterlassen. Was ihn aber besonders beschäftigt, ist die Frage der Nachhaltigkeit. Zwar entstehen jetzt moderne Skigebiete und viele Hotelbetten, aber er bezweifelt, ob sich das alles nach den Olympischen Spielen jemals rentabel betreiben lässt. Hier wird alles für die Olympischen Spiele gebaut. Das tut einem sehr weh. Auf die Natur wird viel zu wenig Rücksicht genommen. Den gepflegten Winterkurort, den wir mit unserem Generalplan angestrebt hatten, wird es nie mehr geben. Das hier ist industrieller Tourismus. Hohe Bauten, viel Beton und wenig Holzverkleidung. Das wird noch viele Probleme geben. Die Frage der Nachhaltigkeit stellt sich tatsächlich in Sotschi, vor allem bei den neuen Verkehrsverbindungen ins Tal. Es gibt bereits heute eine gute Straße nach Krasnaja Poljana, aber für die Winterspiele lässt Putin jetzt noch eine Zusatzstraße und eine Hochgeschwindigkeitsbahn bauen. Im Werbefilm sieht das so aus. Mit bis zu 200 Stundenkilometern donnern die Züge von Sotschi am Meer bis ins Skigebiet. Die neue Straße und Eisenbahn bieten eine Transportkapazität von sage und schreibe 20.000 Menschen pro Stunde. Ein Luxus für die Winterspiele, fast 8 Milliarden Franken teuer. Allerdings, es sind nicht nur die technischen Herausforderungen, die die Tunnels, Straßen und olympischen Anlagen in Sotschi außergewöhnlich teuer machen.
Es ist die Rede von riesigen Schmiergeldern, die vor allem daran schuld seien. Ein bekanntes Phänomen in Putins Russland. Was meint Tunnelexperte Rötlisberger dazu? Also ich habe hier einen technischen Auftrag, Riskmanagement und Bauherrenbegleitung. Und mit den Baukosten habe ich hier nichts direkt zu tun. Gehört habe ich so Zahlen auch, dass die nicht ein paar Prozent höher sind wie in Mitteleuropa, sondern dass sie doch einiges höher sind, die Kosten. Wie erklären Sie das? Weil Angebot und Nachfrage und die Konkurrenz, die hier laufen sollte oder würde, spielt nicht gleich, wie sie in Europa spielt. In Europa gibt es internationale Ausschreibungen, wo unter härtestem Konkurrenzkampf noch eine Unternehmung die Arbeit überkommt. Das läuft in Russland und in diesen Projekten etwas anders. Wie? Indem eher Direktvergaben gemacht werden an die Unternehmung. Eine Unternehmung, die fähig ist, das zu machen. Und die Unternehmung, die das hier macht, federführend, ist sicher fähig, das zu machen. Aber wo müssen noch zahlen, um den Auftrag zu bekommen? Die Unternehmung? Ja. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Rötlisberger sagt, er sei durchaus froh, nichts mit der Kostenkontrolle zu tun zu haben. Als Berater und Experte kann und will er sich da raushalten. Aber Firmen und Unternehmer müssen angeblich riesige Schmiergelder an Beamte bezahlen, wenn sie hier Aufträge erhalten wollen. Darüber klagen bekannte russische Oppositionspolitiker und auch Unternehmer selber. Die Rede ist von mehreren Milliarden Franken Schmiergeldern. Es sind solche Summen, die mit erklären, warum die Kosten für das Projekt Sochi auf über 30 Milliarden angestiegen sind. Wir haben letztes Jahr Dmitri Kosak, den stellvertretenden Regierungschef von Wladimir Putin, mit den Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Russische Oppositionelle sagen, die Kostenüberschreitungen seien auf Korruption und Schmiergelder zurückzuführen. Was sagen Sie dazu? Zu Korruption, Schmiergeld und Unterschlagung halte ich nochmals fest. Wir sind zivilisierte Leute. Von Korruption und Schmiergeldern kann erst die Rede sein, wenn es entsprechende Anklagen und rechtskräftige Urteile gibt. Aber solche Gerichtsurteile gibt es nicht. In einem Rechtsstaat wäre das ein überzeugendes Argument. Aber in Russland, wo heute eine Elite aus Politik, Geheimdienst und Rohstoffwirtschaft über dem Gesetz steht, bleiben Fragen offen. Fragen, die beim Olympischen Komitee nicht im Vordergrund stehen. Sicher ist das unser Thema, aber was wird er dagegen machen? Wenn die mir die Antwort finden, dass man etwas dagegen machen kann, dann würden wir gerne etwas machen. Aber das ist sehr schwierig, wenn sogar ein Staat nichts dagegen machen kann. Aber dass man Druck aufsetzt? Sicher tun wir Druck aufsetzen. Das ist sicher ein Thema, das besprochen wird, aber man kann leider Gottes eben nicht viel dagegen machen. Die Vorfreude auf die Winterspiele will man sich im Kaukasus nicht vermiesen lassen. Vor drei Wochen führte Sochi die ersten Weltcuprennen durch. Das internationale Lob war groß, hervorragende Pisten und eine gute Organisation. Im Zielraum ein Hauch von Moskauer Jetset. Ein neuer Ort, wo sich russische Politik und Oligarchie treffen können. Auch russische Milliardäre investieren in Sochi beträchtliche Summen. Es heißt, Wladimir Putin habe entsprechend Druck gemacht, wie er es oft tut bei solchen Projekten. Der Multimilliardär Wladimir Potanin hat für sein neues Skiresort weit über 1 Milliarde Franken investiert. Freiwillig, meint er. Ich hatte diese Idee selber. Ich bin oft in der Schweiz, Frankreich oder Österreich und habe dann entschieden, dass Russland seinen eigenen Winterferienort haben sollte. Herr Putin hat diese Idee gefallen und er hat mich auch unterstützt. Es bleibt offen, ob sich die investierten Milliarden lohnen und was die Olympischen Spiele dem Land tatsächlich bringen werden. Auch noch Präsident Dmitri Medvedev war bei der Weltcup-Premiere in Sochi mit dabei. Herr Präsident, eine Frage fürs Schweizer Fernsehen. Welche?
Sie haben hier ein sehr teures Projekt. Was bringt das Russland? Wissen Sie, Sport gibt eine andere Kultur und eine andere Lebensqualität. Wenn ein Land solche Anlagen baut und die Olympischen Winterspiele durchführt, dann ändert sich auch die Atmosphäre. Interessante Worte. Aber 2014 wird Medvedev nicht mehr Präsident sein. Und bis zu den Winterspielen bleibt auch noch viel zu tun. Der Schweizer Tunnelfachmann Bruno Rötlisberger macht weiter Zeitdruck. Gemäß Plan sind wir ja im Programm. Aber man könnte schneller sein. Und die Zeit, die wir jetzt einsparen würden, diese Zeit hätten wir nachher zur Verfügung für den Endausbau. Das wäre doch besser. Alles wie geplant, gemäß Bauprogramm. Ja. Und einfach sagen, wir haben Programm, wir sind nach Bogen, das stimmt alles, aber besser wäre es, Vortritt machen, fertig machen. Rötlisbergers Vertrag wurde kürzlich um ein weiteres Jahr verlängert. Wir müssen Mitte 2013 mit allen Bauarbeiten fertig sein. Und die Organisation, was da noch alles zusammen drin muss, in den Tunnel, der jetzt erst durchschlagen ist, eingebaut werden, das ist enorm. Und das braucht gewaltige Organisation, Koordination und Kommunikation. Das ist auch noch so etwas, was in Russland sehr oft Mühe bedeutet, also miteinander zu kommunizieren. Große Sorgen braucht sich Rötlisberger nicht zu machen. Solange Wladimir Putin in Russland der starke Mann ist, bleibt das Olympia-Projekt auf gutem Wege. Für seine Milliardenshow wird Putin so viele Rubel locker machen, wie es eben braucht.